So. Ja, wie baue ich denn jetzt diesen Ring? Ich muss jetzt den Ring hier weiterbauen. Brauche ich eigentlich diese beiden Felder? Brauche ich diese inneren? Ich nehme die äußeren. Ups. Ach so, nee, das muss hier dran. Ja, fast mitreden. Wer kann mitreden? Bei dem Telefonat. Hört man das sehr? Ein wenig. Das ist blöd. Ja, geht aber auch vorbei, ne? Ich hoffe. Großes Kreuz. Genau, warum sind hier mehr? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hä, das macht doch keinen Sinn. Was habe ich hier gebaut? Das ist mega Was das? ungerade hier alles. Ich habe da nichts mit zu tun. Ich weiß, dass du da nichts mit zu tun hast. Habe ich auch gar nicht behauptet, ausnahmsweise mal. Obwohl, warum eigentlich Ausnahmsweise nicht? mal. Warum hast du eigentlich nichts damit zu tun? Doch, ich finde schon. Ich? Ja, Bei doch. deiner Burg? Ja, sage ich jetzt einfach Ah. mal. Okay. Ich sage jetzt mal, du bist schuld. Ja, nett. Ja. Hier ist dann 1, 2, 3 Lücken. 1, 2. Ah, hier ist noch. Okay. Hier ist zu weit. Dann sind wir wieder bei 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Lücken. 1, 2, 3, 4. Da muss hier noch einer vor. Und hier auch. Und die Dinger werden mit Seite, Seite, Seite gefüllt. Seite, Seite. Seite, 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 ja. Sounds Nur awful, so. ich weiß. Aber es macht auch fast schon Sinn, wenn du siehst, was ich gerade tue. Was ich Okay, da ich erzähle. vertraue da auch einfach mal drauf. Ja, würde ich nicht. Okay. Würde ich nicht zu sehr. Ach, Kacke. Direkt schon verkackt. Weg. Zu viel. Hier wieder ein paar Blöcke zu viel gesetzt. Was Blöcke zu viel gesetzt. Was fällt dir eigentlich ein? Wie kannst du nur? Weiß auch nicht. So wäre es schon mal gut. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur zu viele Blöcke setzen? Das ist doch, also das kann doch wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht dein, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. So, wieso habe ich eigentlich für das ganze Dach irgendwie 20 oder ein Stack von diesen Dingern mitgenommen? Weiß nicht. Das kann überhaupt nicht aufgehen, das geht gar nicht. Ich brauche allein für den Ring hier schon irgendwie, weil nicht die 64. Ich nehme, einmal 64 mit. Ja, hier sind noch ein paar mehr, aber ich habe die Hälfte nicht dabei. Das ist ätzend. Ist das eine Kacke? Getestet. Was da drüber? Nein. So ist perfekt. Sagst du jetzt? So ist es. Jetzt muss ich wieder da runterrennen und neue Netherziegel holen, weil ich keine Netherblöcke dabei habe und keine Netherdingenskirchen und so. Werde mir auch noch mal mehr Kobbel holen. Viel mehr Kobbel. Viel mehr Kobbel, viel mehr Kobbel. Viel mehr Kobbel. Wir wollen Kobbel. Viel mehr Kopf. So, da muss ich mal wieder in die Bahn. Gut, dass ich diese Bahn gebaut habe. Ey, boah, den Weg jetzt mal laufen wäre auch ätzend. Das wäre ganz schön für den Arsch. So, da wollte ich ja noch was machen, fällt mir gerade ein. War ich noch eben. Wenn man das alles laufen müsste jedes Mal, boah. Habe ich mich aber auch selbst übertroffen bei diesem Turm hier. Mein Gott. Ja. Happy. Ist schon eine ganz schön geile Nummer, Ding. Vor allem der Weg dahin mit der Straßenbahn ist schon ziemlich episch. Kann schon was. Finde ich. So. Ach, da bist du. Was Hallo. machst du denn hier? Willst du mir nur meine Materialien Genau, stibitzen? ich klau all dein Material. Gib's doch zu. Klaus mein Cobblestone.
Dumm-di-dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm-di-dumm. Nehmen wir noch ein paar Scheiben mit. Packen wir noch ein paar Scheiden ein. Was? Nein. Was wolltest du einpacken? Was? 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 Was hab ich gesagt? Den gehst du da hoch in deinen Turm. Ja. Mit einem Inventar voller Scheiden. Denkst du, bist ungestört, ne? Ja, klar, bin ich auch. War ich zumindest immer. Aber anscheinend kannst du mich jetzt doch sehen von da unten. Dein Lustring da oben. Mein was? Dein Lustring auf deinem Turm. Mein Lustring? Oh my goodness. Jetzt liegt aber... Ja, was du da einpackst. Jetzt geht er aber in die Vollen. Jetzt kommt er mit Lustringen. Ach du heiliges bisschen. Lustringe. Meine Oma hat immer gesagt, ach du Draht. Echt geil. Ja. Das ist ja geil. Die Herkunft weiß ich bis heute nicht, aber ich glaube, ich werde sie auch nicht mehr erfahren. Naja. Ich denke mal nicht. Aber es ist trotzdem, doch, muss man da googeln. Wäre interessant, ne? Ja. Was hat die mir gesagt? Sag nochmal. Ach du Draht. Also wenn einer von euch den Spruch Ach du Draht schon mal gehört hat, ne? Wie, warum zum Henker sagt man das und was soll das? Was soll denn sowas? Vielleicht die Illuminaten etwas damit zu tun. Bestimmt. Wer auch sonst. Wenn ihr wisst, was diese merkwürdige Ausdrucksweise zu bedeuten hat, dann sagt es uns. Wir wissen es nicht. Lass wir es wollen uns ja wissen. Nicht dumm sterben. Ich meine, werden wir eh, aber nicht ganz dumm. Ach Mist, kann ich hier gar nicht einsetzen, das ist ja doof. Diesen Netherziegeln kriegt man irgendwie diese Ecken nur ganz komisch hin. Ich weiß auch nicht, was das soll. Die Ecken. Ach so, mit denen. Die Ecken, genau. Weil irgendwie wollen die nicht so, wie ich will. Das ist ein bisschen doof, gerade. Der wird aber episch. Was? Turm. Der Turm? Ja, sehr mit der episch. Hab ich auch gebaut. Episch, mit der episch. Gut, dass du nicht überheblich bist. Ich? Nein, das, nie. Das finde ich immer gut. Ich nie. Ich habe eine ganz dezente... Selbstwahrnehmung. Ja, definitiv. Also ganz, ganz back on earth. Absolutely. Back on Mother Earth. Mother Earth. Scheiße. Ein cooles Lied von Culture Candela, als sie noch gut waren. Als sie nicht Kommerz waren. Genau, als sie noch nicht H-A-Doppel-M-E-R Hammerjär waren. Ups, was hab ich da jetzt gebaut? Sondern noch die Hälfte ihrer Texte auf Spanisch gesungen haben und so. Das war noch cool. Da waren die noch cool. Ja, da habe ich die ganzen Alben, glaube ich, sogar noch von. Die sind ziemlich geil gewesen. Kenne ich heute noch ein paar Lieder von auswendig. Das war ganz cool. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht an. Kennst du die alten nicht? Muss ich dir mal geben. Muss ich dir mal zukommen lassen. Do that. Beziehungsweise ich komme zu dir und logge mich mit meinem Simfy-Account ein. Was mich ja stört an dem Leuchtturm ist, dass diese Slips, die hier vorgucken, irgendwie immer so eine schwarze Kante haben. Das ist irgendwie so ein Texturfehler. Irgendwie so ein Belichtungsfehler. Ich weiß nicht, warum. Hab ich auch schon mal gesehen. Aber das sieht ziemlich, ziemlich scheiße Weil aus. Weil die wahrscheinlich von oben dann irgendwie wieder Schatten kriegen, aber das ist ja auch noch so halb... Na, ich weiß es auch nicht. Ja, eben. Irgendwie sowas. Komisch ist es. So, die gehen über Eck. Die gehen so über Eck. Ich hoffe, das passt doch alles hier. Ich weiß das alles gar nicht. Das sah in den anderen irgendwie einfacher aus. Ja, jetzt müsste ich theoretisch hier überall nochmal einen reinhauen. Ich müsste jetzt jedem hier nochmal einen reinhauen. Hau mal einen raus. Einen raus, einen rein. Doch. Das ist hier und das ist dort. Solange wir kein, keine Rosensträucher hierfür vor das Haus haben, mache ich das jetzt einfach mal mit Rosen. Nee, nicht mit Rosen, sondern das muss ja über die Hecke hinausgucken. Dann mache ich jetzt einfach mal ein Schilfbeet hin. Mach doch keinen. Das sieht doch doof aus. Sehe ich von hier oben, dass das kacke aussieht.
Siehst gar nichts von Natürlich da sehe ich das von da oben. Ich sehe, wie jedes Mal ein kleines Schiffchen mehr entsteht. Ich sehe das doch. Ich sehe es von hier aus. Weg. Nö. Weg. Ich sehe dich lustigerweise nicht, aber ich sehe das Schiff. Ach so. Da, jetzt sehe ich dich auch. Da, guckt das, was er da anstellt. Ja, du vergisst, dass ich Zoom habe. Er streckt uns den Arsch raus. Ja. Deine so. Lieblingsbewegung mit dem... So ein... Wie heißt der hier? Alter... Ne? Was? Mit dem Steve. Steve. Naja, mittlerweile hast du wieder eine Textur, glaube ich. Oder? Echt? Ja doch, jetzt ist sie wieder da. Oh, sehr gut. Das war, die haben den Server umgezogen, den Texturen. Server. Hm. Von Hab mich schon so komisch gefühlt. Ja. Ist aber jetzt alles wieder so, wie es sein soll. Soll für irgendwelche Future Projects quasi so ein Vorab-Ding gewesen sein. Was für Future Projects verraten die natürlich nicht von Mojang. Die denken sich da wieder irgendwas aus. Aber wir werden es erleben irgendwann. Spätestens mit einem der nächsten Updates. Wobei wir das letzte Update immer noch nicht haben. Muss man ja mal so sagen. Wegen den Add-ons, die wir haben? Nö. Nicht wirklich. Wir haben ja gar nicht so viele Add-ons. Da wieder. Fällt mir. Momentan aber gar keine Add-ons. Außer Optifine habe ich jetzt drauf. Aber okay. Sonst? Das ist ja jetzt richtig kacke hier. Das geht ja eigentlich gar nicht. Wie doof. So ganz optimal ist das jetzt auch nicht, weil die Treppen nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Ach, wie doof. Wie willst du das denn machen? Na, ich wollte das so nach oben zulaufen lassen, aber die Ecken werden keine Treppen, weil das nicht passt. Wieso sind das hier immer noch 4? Achso, doch, das ist in Ordnung. Das können ruhig 4 sein. Ich bin jetzt quasi schon oben angekommen, so ungefähr. Ist das da? Achso, das ist nur der Blick nach unten. Naja, der schönste Turm der Welt ist es nicht, aber das Dach ist in Ordnung. Nee, den haben wir ja schon im Dorf stehen. Nö. Der muss jetzt sein. So, was kann ich jetzt machen hier? Wie mache ich das? Zack. Naja, es werden wieder 4. Wie mache ich das jetzt enger? Dann müsste ich... Ja, irgendeinen von denen muss ich jetzt schräg setzen. Ach, das ist ja doof. Ach, blöd ist das. Blöd ist das. Das ist total krumm hier. Was habe ich hier gebaut? Ach du Jemini. Na gut, von innen sieht es, glaube ich, ganz okay aus. Müsste ich mal hier runterhüpfen. Das ist tief. Eieiei. Ah, ein Herz. Ja, komm. Auf ein Herz kann ich auch scheißen. Doch, das geht. Das geht auch. Das geht auch. Und das geht auch. So, das heißt, da müssten jetzt theoretisch wieder 2 Ganze hin. An der Stelle. Ich mache hier mal dicht. Licht brauchen wir hier nicht drauf auf dem Turm, ne? Eigentlich. Naja, weiß nicht, ob du da irgendwie noch einen Glowstone drin unterbringen kannst, weil sonst hast du auch irgendwie immer Viecher, die da oben. Ja, vielleicht innen drin. Gut, innen drin kann man ein bisschen was machen. Könnte man jetzt. Ach, dann machen wir doch einfach so. Guck mal hier. Machen wir hier 2er. Aha. Hä? Creeper-Viecher. Alles wieder auseinandergefallen? Naja, weniger als ich dachte. Aber trotzdem. Ach, jetzt habe ich eine Treppe endlich mal hier. So, und der letzte.
Achso, jetzt geht's. Zack. Können wir da weg. Und so, dann haben wir da nur noch 4. Dann können wir das hier soweit ausbauen und dann brauchen wir nämlich nur noch den, den und den und Itte, Itte, Itte und Ditte. Das klappt leider nie hundertprozentig, doch das könnte wohl klappen. Ich habe es nur falsch gebaut. Oh. Doofe Idee. Hier im Wald irgendwas zu machen im Dunkeln. Immer Scheiße, jetzt komme ich hier gar nicht mehr rein. Kacke. Jetzt habe ich mich selber zugebaut. Nein. Nein, 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 nein. Okay, jetzt muss ich hier runterhüpfen. Einfach mal runterspringen. Ja, ich bin schon dabei. Schon bereits getan. Habe ich doch schon längst getan. So. Da oben die 4, da können wunderbar Glowstones rein, beziehungsweise in die Ecke. Ja, doch, da oben können 4 Glowstones rein, die habe ich nur nicht. Gerade parat. Das lässt sich ja ändern. 4 Glowstones, wir haben noch 4 Glowstones, ne? Wir sollten noch 4 Glowstones haben. Wir haben noch jede Menge eigentlich, ne? Ja, jede Menge ist jetzt relativ durch den Dings, durch den Leuchtturm. Achso, ja gut, da sind ja 1 Milliarde drin. Hast du wohl recht. Für nicht 2. Für nicht 2? Hm, in welche Ecke könnte ich denn? Ich könnte da in die Ecke jeweils einen Glowstone. Ja, komm, holen wir mal eben welche. Das ist jetzt noch einmal ein kleiner Ausflug, mit dem ich, der nicht einkalkuliert war. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass da Glowstone hin muss. Aber das Dach an sich ist sonst fertig. Kannst ja mal gucken, cool. Von unten. Falls dein Blick ausreicht. Oh, das ist aber cool geworden. Ja. Das ist wirklich gut. Habe ich jetzt nicht so vorgestellt. Ich habe es mir ein bisschen flacher vorgestellt, aber so finde ich es auf jeden Fall besser. Ja, nee, wenn dann machen wir das richtig. Wenn dann machen wir das richtig. Ich hatte erst überlegt, ob ich es noch spitzer machen soll, aber das war dann ein bisschen zu spitz gewesen. Ja, ja. Das wäre dann zu heiß geworden. Lustring. Genau, Lustring. Aber jetzt ist der Lustring ja nicht mehr da. So, dann müssen wir Glowestone holen. Glowestone. So, 4 Stück. Ich brauche, glaube ich, nur 4. Magma Creme Low, nur gute, schön. Diamanten schleppe ich auch mal nach oben, die brauchst du eh nicht mehr. So. Was wir auf jeden Fall bald mal wieder brauchen, ist Eisen, ne? Ja, aber sowas von. Wir brauchen sowas von Eisen. Und ich fahr wieder hoch, das ist super. Vielleicht machen wir gleich nochmal einen Zwischenstopp in einer, an der Mine da. Welche Mine? Weißt du? Ja, gute Stichwort, ne? Hier in der, aus dem Lager heraus. Ja, da waren wir eigentlich noch gar nicht, ne? Nee, deswegen. Sonst haben wir eigentlich jetzt auch jede Ecke irgendwie schon ein paar Mal abgegrast. Das ist eine gute Idee eigentlich. Das können wir mal tun. Boah, dieser Turm ist so hoch, ne? Ich habe übrigens vor, außen an dem Turm, auf mittlerer Höhe, da wo auch die Zwischenebene von dem eigentlichen anderen Dingen ist, da kommen noch so ein paar Treppen nach außen, damit das noch so ein bisschen schicker aussieht, aber die mache ich definitiv nicht im Survival, weil da muss ich außen an dem ganzen Ding lang krabbeln und das kriege ich im Leben nicht hin. Das kannst du voll vergessen. Zack, 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 zack. So, es glüht. On top. Möge das Leuchten beginnen. Die Fackel kann dann weg. Die lassen wir mal besser. Wir können hier zwischendurch doch nochmal eine Fackel hier so eine immer draufstellen. Schaden tut die nicht. Ich habe das Ganze jetzt auch noch einen Ring nach außen erweitert, deswegen sieht man jetzt auch ein bisschen mehr. Und du bist da schon fleißig, sehe ich. Mein Gott. Das ist aber die obere Etage, ne, von dem Ding. Richtig? Basil?